Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming, hier mit einem weiteren Kapitel von der Schafhirtsgeschichte, der sich momentan in Argentinien befindet, zu einem Weiterbildungskurs und hier gegen 1500 oder 1500 Kühe kämpfen muss. Noch heute, morgen wird es verdoppelt, morgen sind dann 3000 Kühe hier in dieser Anlage, 3000 Kühe, gegen die der Schafhirt kämpfen muss. Das heißt, schafft der Schafhirt es, diese Kühe rechtzeitig und langfristig zu versorgen, das heißt Futter zu generieren, die Milch zu verkaufen, den Mist zu entleeren, die Gülle wegzufahren und so weiter und so fort. Hier heute ist immer noch der November 3, das heißt, es ist immer noch der Tag, wo wir im Prinzip schon gestartet haben, wo wir erstmal die Einführung hatten. Im Prinzip nicht ein voller Tag. Nichtsdestotrotz geht es heute um 14 Uhr in die Schule. Das heißt, bis dahin müssen alle Kühe versorgt sein. Die Ställe müssen sauber sein. Alles muss also versorgt sein. Bis heute um 14 Uhr muss alles weg sein. Die Milch muss verkauft sein. Die Gülle muss weggefahren sein. Und so weiter und so fort. Wir geben Gas. Heute wird es ein bisschen anders werden als anhin. Wir werden heute vor allem in Timelapse arbeiten, weil es einfach nicht sehr interessant ist, was man hier dann so sieht. Es ist halt sehr viel automatisiert. Es geht natürlich vorwärts. Das ist das, was es gehen muss. Wir müssen Gas geben. Daher möchte ich jetzt gar nicht weiter darüber sprechen, sondern würde mich dann ab und zu mal zu Wort melden, aber würden eigentlich im Prinzip jetzt alles in Timelapse durchlaufen lassen. Dass es ja hier in Argentinien eine große Kuhoperation ist, also Milchwirtschaft und natürlich Fleischproduktion, ist ja sehr typisch für Argentinien, also sehr weit bekannt, dass das argentinische Rindfleisch weltweit hohe Anerkennungswerte hat. Das heißt also gut Fleisch mit sehr guter Produktionswerten. Also es wird sehr, sehr, sehr viel Rindfleisch produziert in Argentinien und natürlich auch konsumiert. Wahrscheinlich einer der bekanntesten kulinarischen Leckerbissen in Argentinien heißt die Parrilla. La Parrilla. Und zwar ist das natürlich ein Grill-Event, also im Prinzip so, dass man am Wochenende bei Familien und so weiter, wenn man sie zusammenbringt, wird natürlich eine Parrilla gemacht, also ein Grill, es wird gegrillt und zwar im großen Stil. Da wird viel Fleisch, spezielle Schnitte vom Rindfleisch, wie zum Beispiel das Secreto, ist ein spezieller Schnitt, das Vacío. Ist auch ein Schnitt in Argentinien, der natürlich super gut kommt auf dem Grill. Das sind also auf jeden Fall eine der Hauptproduktionsmerkmalen oder Konsummerkmalen in Argentinien ist der Fleischkonsum. Und natürlich auch, es kommt ja natürlich nicht von ungefähr, dass durch die große oder hohe Kuhproduktion dann auch sehr viel in Sachen Milchverwertung geht. Und zwar ist eines der staatlichen anerkannten oder gesteuerten oder sagen wir mal das national der nationale Nachtisch heißt Dulce de Leche, ist im Prinzip heißt übersetzt das Süße der Milch, ist eigentlich kondensierte Milch, die dann quasi eingekocht wird und quasi karamellisiert wird, wird dann auch als Brotaufstrich und verschiedensten anderen natürlich Nebenprodukten oder Folgeprodukten verwendet. Also wenn man sich das Dulce de Leche vorstellen sollte, würde ich vielleicht sagen, nehmt mal die Konsistenz von Nutella. Aber gibt dem quasi diesen Karamell oder den Geschmack von Werthers Echte. Also Karamell, aber mit diesem milchigen Geschmack. Und ja, streicht das aufs Brot
Und ganz wichtig hier ist natürlich dieselbe Diskussion, wie das in Deutschland ja auch ist, Nutella mit oder ohne Butter. Und in Argentinien ist das eine klare Sache, also auf das Brot oder ja, auf das Brot, wo die Dose des das Dulce de Leche dann konsumiert wird oder drauf gestrichen wird, wird natürlich auch mit Butter belegt. Das heißt, also eine sehr kalorienreiche Sache. Die Dulce de Leche, das Dulce de Leche wird auch gebraucht, um ein anderes nationales, um einen anderen nationalen Nachtisch oder ja, eine Leckerei zu machen, und zwar den Alfajor. Wenn wir uns mal vorstellen, ein Alfajor, würde ich mal sagen, ist ein Maizena-Plätzchen, also ja, ein Keks aus Maizena, sehr brüchig. Und wenn man davon zwei nimmt und dazwischendrin Dulce de Leche quasi einfügt und dann das Ganze ummantelt, entweder mit weißer oder schwarzer Schokolade oder eben Kokosraspel, dann hat man einen typischen Alfajor aus Argentinien, der natürlich zu keinem Nachtisch fehlen darf, wenn es um typisches argentinisches Essen geht. Daher kann man nur sagen, also eine, sagen wir mal, eine super Tradition in Argentinien ist das Konsumieren von sogenanntem Mate. Das ist ein sehr konzentriertes Aufgussgetränk mit, wird in einem speziellen Gefäß, also wie eine etwas gerundete Tasse. Dann wird die Bombilla benutzt. Da wird quasi das in das Aufgussgetränk reingemacht. Und das ist dann eben die sogenannte Mate. Und dazu wird gerne und natürlich sehr oft auch natürlich ein Alfajor serviert. Ne? Also das etwas bittere, animierende, also im Prinzip fast so ähnlichen Effekt hat wie Koffein, also wie ein Kaffee. Und dazu wird eben ein Alfajor serviert zum Beispiel. Und Dulce de Leche wird natürlich in vielen anderen Versionen dann auch produziert oder weiterverarbeitet, sei das in Torten, in ja, ist im Prinzip einfach so Nutella. Würde ich mal sagen, ist unbekannt gegenüber so, wie Dulce de Leche konsumiert wird in Argentinien. Also diese beiden Produkte sind definitiv die Produkte, die halt hier produziert werden. Also hier wir auf dieser Farm simulieren wir im Prinzip eine solche Operation, dass wir eigentlich quasi den Bedarf decken müssten für eine Region. Und zwar ist diese Farm hier unter dem Namen Suncor, das ist zu vergleichen wie mit einer, sagen wir mal, eine Marke, wie die Milch weiterverarbeitet, wie zum Beispiel Danone oder Müllermilch oder ja, also genau in dieser Richtung geht das, also ein Milchveredler. Hier simulieren wir nur einen Teil davon, das heißt wirklich nur die reine Milchproduktion. Nichtsdestotrotz ist es eine große Herausforderung, denke ich mal, hier eine Operation zu stellen, die im Moment noch 1500 Kühe quasi versorgen soll. Und aber in Zukunft, das heißt ab morgen, sind hier sogar 3000 Kühe zu versorgen, weil ja diese Kühe dann auch gleich demnächst mal Jungtiere bekommen. Spreche ich mir noch mal ganz kurz über ein klein bisschen Geschichte. Und zwar ist Argentinien das erste Mal urkundlich, also nicht jetzt nicht auf Papier, aber urkundlich erwähnt worden oder gedeckt worden.
Circa 15.000 vor Christus. Und zwar ist die Besiedlung aus dem heutigen Nordamerika erfolgt. Das heißt, die sind dann die Anden runter marschiert und haben dann den Raum, den Raum Pampa, also heutigen mehr oder weniger Mendoza, besiedelt. Es waren natürlich alles indianische Stämme oder einheimische oder eingeborene Stämme, die dann halt natürlich weitergeführt worden ist bis zum Inka-Reich. Also das heißt, im 13., 14. Jahrhundert expandierte das Inka-Reich nach Süden, umfasste dann große Teile des Nordens Argentiniens, ne, des Nordwestens, also wie heute Mendoza. Das ist so das, was bekannt ist von der Bevölkerung oder Besiedelung von Argentinien. Bekannt wurde natürlich, oder dann bekannt wurde das heutige Argentinien natürlich erst dann, als Amerigo Vespucci 1522 die Region erreicht hatte, das erste Mal, also aus Europa natürlich. Das heutige Argentinien wurde im 16. Jahrhundert von den Spaniern aus zwei Richtungen kolonisiert. Einmal vom Mündungstrichter des Rio Paraná am Atlantik wurde die spanischen Niederlassungen des Stromsystems Rio de la Plata, also des Silberflusses, gegründet. Darunter natürlich 1536 erstmal Buenos Aires, die gute Luft. Wobei die Spanier sich dann erst gegen 1580 erst dauerhaft etablieren konnten da in diesem Bereich. Die ersten Versuche wurden von den Einheimischen damals zunichte geschlagen, also vertrieben. Und der andere Kolonialisierungseingang wurde vom Norden her, also von dem heutigen Paraguay her, vorgenommen. Ja? Im 16., 17. Jahrhundert war Argentinien administrativ Teil des Vizekönigreichs Peru, welches mit Ausnahme von Venezuela und der portugiesischen Einflusssphäre ganz Amerika umfasste. Das heißt also, Brasilien war damals nicht dabei. Im Jahre 1776 wurde das Vizekönigreich des Rio de la Plata mit der Hauptstadt Buenos Aires abgespalten, das neben Argentinien auch das heutige Paraguay, Uruguay und Teile des heutigen Boliviens umfasste. Der latinisierte Name Argentinien heißt ja eigentlich Silberland, taucht erstmals im Jahre 1602 in Portugal, also in Portugal auf, und zwar in einem Gedicht von Martin del Barco Centenera, und zwar heißt dieses Gedicht La Argentina. Und daher kam also auch der Name, wurde quasi dem Land dann dieser Name dann gegeben. Die Form des heutigen Argentiniens hat sich erst so gegen 1870 herauskristallisiert, als natürlich nach, wie zu der damaligen Zeit klar, sehr oft durch Kriege, Territorialkriege gewonnen wurde. Klar, dass in dieser Zeit da unten also auch sehr viel missioniert worden ist und sehr viele Kreuzzüge und vor allem eben dann territoriale Kriege geführt worden sind. Wie man der Küche Argentiniens entnehmen kann, ist natürlich Argentinien, Uruguay und die ganze Zone da unten natürlich sehr stark von italienischen Einwanderungen geprägt. Das heißt also die Pizza, der
Der Provolone, das ja eigentlich in italienischer Herkunft ist, wird in Argentinien als quasi nationaler Käsesorte quasi zelebriert. Ist aber natürlich klar erstmal ein italienisches Rezept. Und daher also ist Italien sehr stark gebunden in die Geschichte von Argentinien. Auch mitunter auch Spanien. Spanien hat auch einen sehr wichtigen Einfluss, weil die großen Bevölkerungszusammensetzungen der Zeit damals war Italien und Spanien. Auch sind natürlich sehr, sehr viele Spanier nach Argentinien ausgewandert, gerade während der Weltkriege, also des Ersten und Zweiten, vor allem dem Ersten Weltkrieg. Dann im Zweiten Weltkrieg seither ist der Argentinien bekannt mit ziemlich offenen Grenzen und einem sehr einladenden quasi Immigrationssystem. Und somit sind auch ganz andere Regionen sehr stark vertreten. Also zum Beispiel sagt der Argentinier auch, dass er eine der größten jüdischen Gemeinden hat außerhalb Israels. Dann sind auch Armenier und so weiter haben in Argentinien Zuflucht gefunden. Was ich euch hier natürlich erzähle, ist wirklich nur ein ganz, ganz grober Abriss der Geschichte Argentiniens. Das ist natürlich, hat absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ne, weil Argentinien eine riesenlange Geschichte hat. Erst im Jahre 1983, natürlich nach einem guten Jahrhundert von Diktaturen, Kriege und so weiter, ist Argentinien eben, wie gesagt, 1983 endlich wieder zu der Demokratie zurückgekehrt. Und zwischen 1998 und 2002 fiel daher das Land erneut in eine Wirtschaftskrise, weil halt eben sehr unnachsichtig mit den Ressourcen umgegangen ist. Und auch heute ist halt Argentinien nicht wirklich ein Land, wo Stabilität herrscht. Es ist ein großes Gefälle zwischen Arm und Reich. Ist halt noch eine sehr junge, neue Demokratie. Ne? Das ist halt einfach halt eine Tatsache, die halt bei jungen Demokratien quasi im Prinzip Sache ist, wo das ist halt einfach noch nicht extrem fortgeschritten ist in der gewissen Entwicklung, ja, der normalen soziologischen Strukturen halt, ne? Die Hauptstadt Buenos Aires ist natürlich klar, das ist eine Stadt, die hat weltweit einen gewissen Ruf auch. Zählte 2017 mit circa 15 Millionen Einwohner. Dann gibt es natürlich andere Städte auch noch, und das kennt man wahrscheinlich als Europäer jetzt nicht unbedingt, diese Städte. Das ist zum Beispiel Córdoba, das ist Rosario, dann Mendoza, Tucumán. Das sind so diese größeren Städte halt in Argentinien. Argentinien
zieht sich ja extrem weit in den Süden, also fast zum arktischen Polarkreis. Die Stadt Ushuaia ist wahrscheinlich vielen bekannt, so für die freiheitssuchenden Menschen. Ganz Patagonien, also der ganze Zipfel, der vom südlichen größeren Landesteil dann runtergeht bis zu der ganz südlichen Spitze, da sind, glaube ich, fast 6.000 Kilometer Strecke, die wirklich eher in ländlichem und ja, naturbelassenen Zustand sind. Wenn wir jetzt eher mal auf, sagen wir mal, kulturelle Aspekte von Argentinien eingehen wollen, dann können wir natürlich nicht an dem Tango vorbei. Ne? Das ist Tango ist der Tanz in Argentinien, der natürlich auch weltweit Berühmtheit erlangt hat. Aber natürlich ist die Wiege des Tangos ist Argentinien. Es gibt natürlich die ganz großen Interpreten, die wie zum Beispiel Carlos Gardel, Astor Piazzolla und Osvaldo Pugliese. Man hört es an den Namen Piazzolla und Pugliese ist natürlich sehr italienisch, daher auch natürlich ganz klar bekannt, woher das kommt. Also Italien war einer der großen Immigrationsströme. Des Weiteren natürlich auch in die Literatur gibt es natürlich auch einiges, was zu erwähnen ist, wobei Literatur jetzt nicht mein großer Wissensbereich ist. Also wenn man Eduardo Malea, Ernesto Sabato, Umberto Constantini, Julio Cortázar, Adolfo Bioy, Cáceres, Manuel Puig, Victoria Ocampo und so weiter. Das sind so ein paar Namen, die aus dem Argentinischen kommen, die da Wert hatten auf der in der Literaturgeschichte von Argentinien. Und dann darf natürlich ein Aspekt nicht fehlen, und zwar ist das der Fußball. Ne? Das ist Argentiniens Hauptexport. Sagen wir es mal so. Einer der ganz, ganz Großen, also die Hand Gottes, Diego Armando Maradona, ist natürlich Argentinier. Das ist der Gott für ihn, das ist wirklich der Gott in Argentinien. Also jeder Argentinier würde Maradona den Gottstatus geben. Dann in der neuen Zeit natürlich auch Lionel Messi, der in Argentinien geboren ist und dann auch seine ersten Fußballjahre in Argentinien verbracht hatte, dann aber dann nach Barcelona transferiert worden ist, noch im Kindesalter. Und die großen Fußballclubs sind natürlich River Plate, Boca Juniors, beide aus Buenos Aires. Und ja, eben Lionel Messi auch ein Fußballer der Extraklasse, glaube ich, jeder Mensch, auch wenn er nicht unbedingt Fußball interessiert ist, kennt Lionel Messi oder Maradona. Das sind also so die ganz, ganz, ganz Großen in diesem Exportgut von Argentinien, was der Sport angeht. Dann kennt man natürlich vielleicht auch noch den Juan Manuel Fangio aus der Formel 1. Ja, was gibt es noch zu sagen? Weiterer beliebter Sport in Argentinien ist Rugby. Und natürlich Basketball auch ist Argentinien immer ziemlich gut dabei, glaube ich. Ich hoffe, dass ich da einigermaßen ein bisschen einen Abriss liefern konnte über Argentiniens wirklich
sehr, sehr lebhafte und sehr vielseitige Geschichte. Natürlich kann ich in keinster Art und Weise hier Vollständigkeit beanspruchen. Natürlich dürfte ich auch nicht vergessen, wenn wir nochmal zu dem Sport gehen, sind natürlich ein paar Tennisspieler, die in Argentinien sehr, sehr bekannt oder auch im internationalen Bereich, also in der ATP oder ETA auch bekannt waren, ist zum Beispiel Guillermo Villas, Juan Martín Potro, Gastón Gaudio. Und ein Name, der mir noch so ein bisschen bekannt ist, ist Nalbandian, also David Nalbandian. Dann natürlich auch noch die Gabriela Sabatini. Das sind so die großen, großen, großen gewesen, die aus dem argentinischen Sport gekommen sind. Also vor allem im Tennis halt. Ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass ich einigermaßen einen Abriss geben konnte über das argentinische Geschichts, über die argentinische Geschichte und dem, ja, natürlich die Geschichte und die Entstehungsweise. Also es ist jetzt 10 Uhr und wir sind ganz gut dabei. Also es wurde einiges erreicht. Wir konnten einiges erledigen. Der Milchverkauf läuft gut. Wir sind jetzt schon bei 1,04 Millionen Euro auf dem persönlichen Konto. Das heißt, von der Differenz wird dann 5% quasi auf mein persönliches Konto geschrieben. Das ist mal das Konto hier aus der Applikation, welches uns gegeben worden ist. Also wir haben ja 500.000 Euro gehabt, um quasi zu wirtschaften. Und das ist jetzt mittlerweile angewachsen jetzt auf 1,04 Millionen. Eine schöne Summe. Und wenn ich mir überlege, dass davon 5% als Eigengeld, also als Verdienst dann gilt. Das heißt also, ich könnte mir dann eventuell diese Farm in Wyoming mit meinem verdienten Geld hier dann kaufen, ohne dass ich in einen Kreditstand gehen muss. Was natürlich eine hervorragende Ausgangslage sein wird in Wyoming. Ich denke, es ist der Punkt gekommen, wo wir uns mal angucken können, was alles jetzt bereits passiert ist. Also wir können sehen, dass bei Stall 1 eigentlich die Gülle so gut wie weg ist. Klar, es ist immer noch 110.000 Liter da, aber das ist auf die Gesamtsumme eigentlich nichts. Dasselbe, die Milch wird jetzt noch weggefahren am Stall 1. Dann Stall 2 haben wir dieselbe Situation. Gülle ist fast leer, also eigentlich leer. Milch gibt es noch 40.000 Liter. Bei Stall 3, da sieht es bei Gülle und Milch noch ein bisschen so aus. Das müssen wir hier noch Nacharbeit geben muss. Stall 4 ist die Milch leer, Gülle ist noch ziemlich voll. Das können noch verkauft werden dann. Im Moment ist das in Ordnung.
Dann gibt es bei Stall 5, da ist auch alles im Griff. Milch ist leer und Gülle ist nicht schlecht hier. Und Stall 6, das ist mein Stall hier, da ist Milch auch leer und Gülle ist ja 380.000 Liter noch drin. Das heißt, es muss hier auch verkauft oder weggefahren werden. Bei den Produktionen starten wir mal ganz oben. Da haben wir bei Butter- und Käseproduktion ist alles im grünen Bereich. Hier wird fleißig Mischration angemischt. Das heißt, hier müsste auf jeden Fall noch was gehen. Die Silageproduktion hier läuft. Gras ist ziemlich leer hier. Das heißt, muss auf jeden Fall nachgefüllt werden. Wir sind ja gerade dabei. Das geht im Prinzip überall dasselbe. Bei der Gülle und Mist, bei der BGA sieht das alles gut aus. Beim Fermenter, der ist voll, was Gärreste angeht. Das heißt, hier wird gewartet. Nichtsdestotrotz sind da 42 Liter Methan drin. Beim Nachgärer wird ja Gärreste quasi verarbeitet. Da ist auch da hier voll. Das heißt, wir müssten eventuell ein bisschen Gärreste mal verkaufen. Dann bei der Gülle haben wir hier auch wieder voll die elektrische Ladung. Das müsste auch entsprechend verkauft werden. Was ja aber eigentlich hierdurch passiert, elektrische Ladung, das wird hier verkauft. Methan haben wir hier 2211 Liter, jetzt 12 Liter, das heißt, Methan wird auch gut produziert. Dann bei Heu, dann geht es weiter zu den anderen Fermentern. Die sind auch alle eigentlich gut bestückt, außer da ein paar, da ist alles voll, was Heu und Silage angeht. Das heißt, wir haben momentan eine Überproduktion an Silage, was nicht weiter schlimm ist. Wir brauchen auf jeden Fall ziemliches etwas an Silage hier. Das heißt, die Mischration muss hier auf jeden Fall fleißig erstellt werden. Da muss einiges noch gehen. Alles ist im grünen Bereich. Das heißt, wir haben einiges erreicht hier heute des heutigen Vormittags. Das heißt, wir können dann gegen 14, 15 Uhr können wir zu unserem Fortbildungskurs gehen, ohne irgendwelche Probleme. Das heißt, ja, wir sind eigentlich up to date. Ich würde dann jetzt auch das Kapitel hier beenden. Ich würde noch ein bisschen weiterziehen und würde dann vorspulen zum nächsten Tag. Am nächsten Tag wird dann erstens mal die Kuhställe werden befüllt, weil die Reproduktion bei 90% ist. Das heißt, am nächsten Tag wird also der Bestand auf 3000 erhöht. Dann muss auf jeden Fall am nächsten Tag das Gerstenfeld geerntet werden. Das sind 60 Hektaren. Es ging nur darum, dass wir das Stroh abgewinnen. Alles andere brauchen wir nicht. Das heißt, es wird direkt verkauft, egal welcher Preis das ist. Sondern wir brauchen nur das Stroh. Und zwar brauchen wir Stroh bei allen Kuhställen. Die müssen alle komplett befüllt werden. Plus alle anderen Produktionsstätte, also Fermente, die brauchen auch Stroh zum Teil. Das muss alles befüllt werden. Alles, was darüber hinausgeht an Stroh, wird geballt, also in Geballen gepresst und gelagert, damit wir auch für den Rest des Jahres genügend Stroh da haben. Hier sind wir gut bei 60%. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch etwas Stroh. Wir werden jetzt noch ein bisschen weiterlaufen lassen, ganz, ganz wenig. Wir müssten auf jeden Fall hier kommen auf ca. 1,2 Millionen Euro, die wir an verkauften Gütern haben, vor allem verkaufte Milch. Da muss noch einiges gehen. Wir möchten hier definitiv so bei 1,2 Millionen landen heute. Wir sehen also, Milch wird nach wie vor fleißig weggefahren. Ins Milchsilo und von da sind die zwei LKWs dabei, die Milch wegzubringen. Zum Verkaufspunkt. Jede LKW-Ladung im Moment gibt 15.000 Euro. Ist eine schöne Summe. Wir können ja mal kurz in den Finanzbereich gucken.
Wir haben jetzt im November verkauft an mich 629.000 Euro. Dann weitere verkaufte Produkte, was Mist und Gülle sein könnte, sind 15.000. Dann haben wir an die Ernteeinnahme auch, das sind 22.000, das könnte auch irgendwie das sowas sein. Dann BGA haben wir jetzt bisher einen Umsatz gemacht von 178.000 Euro in diesem Monat. Das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schöne Zahlen, gute Zahlen. Bei 1,2 Millionen sind es, glaube ich, ca. 27.000 Euro für mein Konto. Also wenn man die 5% da nimmt. Das heißt also, wir haben dann einen Gewinn erwirtschaftet von 750.000. Ja, cool. Das heißt, ich kann mir meine Ranch dann leisten. Aber ihr seht, es ist viel, viel Arbeit. Man muss wirklich da dran bleiben. Braucht viel Konzentration. Und ja, dann gucken wir mal, wie das weitergeht dann in Zukunft. Morgen ist der große Tag. Morgen ist der große Tag, weil morgen definitiv, weil morgen das große Feld abgeerntet wird. Das heißt, da ist viel Arbeit vor uns liegend. Wir werden auch ein externes Unternehmen dafür einstellen, das die Ernte für uns macht, weil wir einfach A, die personellen Auslastung wie auch die das Equipment nicht haben, das Feld 22 zu ernten. Genau, das sind 60 Hektar, also das ist Grundstück 28, Feld Nummer 22. Das sind 60 Hektaren. Also ich würde jetzt hier sagen, würde ich das Kapitel hier beenden. Es war ein bisschen etwas anderes, mal hier sehr viel Timelapse. Sehr viel Musik. Ich hoffe, die Musik gefällt. Ich habe versucht, es so ein bisschen im argentinischen Stil zu halten. Ein bisschen Tango, ein bisschen Latino. Hoffe, das hat auch ein bisschen Schwung in euren Tag gebracht. Ja, dann würde ich sagen, schließe ich das Kapitel ab. Es geht hier noch ein bisschen weiter, bis gegen 12 Uhr. Aber das glaube ich, wir haben genug gesehen, was hier los ist. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am Donnerstag beim Livestream. Und zwar wird dann hier eben der große Tag simuliert, bei dem die Ernte des großen Feldes stattfinden wird. Mit einem externen Unternehmen, das die Ernte für uns dann vornimmt. Und der Rest der Operation wird hier nach wie vor hier dann stattfinden. Das heißt, hier wird es weitergehen wie normal. Und das externe Unternehmen wird sich dann um die Gerstenernte kümmern. Dann möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt es. Der Frühling ist da. Das Wetter wird immer besser. Und ich wünsche euch allen alles Beste. Dann würde ich sagen, bis denne. Danke, tschüss und hasta luego.